Kapitel 7 der Vorlesung Information Retrieval. Evaluierung. Effektivität im Mengenretrieval. Im Mengenretrieval wird üblicherweise vorausgesetzt, dass Suchende die vollständige Ergebnismenge betrachten. In einer Kontingenztabelle wird die Überlappung der Menge der retrievten Dokumente mit der Menge der tatsächlich relevanten Dokumente erfasst. Sei A die Zahl der Dokumente, die relevant und in der Ergebnismenge sind. B die Zahl der Dokumente, die nicht relevant, aber Teil der Ergebnismenge sind. C die Zahl der Dokumente, die relevant, aber nicht Teil der Ergebnismenge sind. Und D die Zahl der Dokumente, die weder relevant noch Teil der Ergebnismenge sind. Je besser das Ergebnis, desto größer sind die Zahlen A und D und desto kleiner die Zahlen B und C. Bei B spricht man in diesem Zusammenhang auch von falsch positiven Fällen, also Fälle von Dokumenten, die fälschlicherweise als relevant eingestuft wurden. Bei C spricht man analog von falsch negativen Fällen, also Fälle von Dokumenten, die fälschlicherweise als irrelevant eingestuft wurden. Diese Fehler gilt es zu minimieren. Im Prinzip genügt die Betrachtung von Kontingenztabellen, um die Effektivität einer Suchmaschine einzuschätzen. Allerdings genügt es nicht, sich nur eine anzuschauen, da man so keine verallgemeinerbaren Aussagen erhält. Man muss sich stattdessen mehrere Suchergebnisse anschauen und diese mit den Ergebnissen anderer Suchmaschinen zu denselben Topics vergleichen. Dutzende Kontingenztabellen gegenüberzustellen, ist aber nicht mehr praktikabel. Daher werden eine Reihe von Maßen mit den Werten der Kontingenztabelle errechnet und fortan nur noch mit den sich daraus ergebenden Maßzahlen hantiert. Die beiden wichtigsten Maße im Information Retrieval sind Precision und Recall. Precision ist der Anteil der retrievten Dokumente, die relevant sind. Recall ist der Anteil der relevanten Dokumente, die retrieved wurden. Nehmen wir an, die Menge aller von einer Suchmaschine indexierten Dokumente sei durch die gezeigte Ellipse beschrieben. Für eine gegebene Anfrage retrievt die Suchmaschine eine Teilmenge der Dokumente und gibt sie als Suchergebnis aus. Nehmen wir weiterhin an, dass dies die Teilmenge der Dokumente ist, die relevant sind. Die beiden Teilmengen sind nicht deckungsgleich. Weder findet die Suchmaschine alle relevanten Dokumente, noch sind alle retrievten Dokumente im Suchergebnis relevant. Für Suchende ist lediglich die Schnittmenge des Suchergebnisses mit der Menge der tatsächlich relevanten Dokumente von Interesse. Die Precision ist der Anteil der Schnittmenge aus Resultaten und relevanten Dokumenten an der Menge der Resultate. Der Recall ist der Anteil der Schnittmenge aus Resultaten und relevanten Dokumenten an der Menge der relevanten Dokumente. Die Entwicklung einer Suchmaschine muss darauf abzielen, diese beiden Größen zu maximieren, also die Schnittmenge der Resultate mit den relevanten Dokumenten zu maximieren und die Zahl der irrelevanten Dokumente unter den Resultaten zu minimieren. Der Wertebereich beider Maße ist das Intervall zwischen 0 und 1. Eine Precision von 0 bedeutet, dass kein einziges der retrievten Dokumente relevant ist. Eine Precision von 1, dass alle retrievten Dokumente relevant sind. Ein Recall von 0 bedeutet analog, dass kein einziges der relevanten Dokumente retrieved wurde und ein Recall von 1, dass alle relevanten Dokumente retrieved wurden. Wie kann man auf einfache Weise, ohne wirklich etwas leisten zu müssen, einen perfekten Recall erzielen? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben.
Um auf triviale Weise einen perfekten Recall zu erzielen, genügt es, alle indexierten Dokumente als Suchergebnis auszuliefern. In diesem Fall hat die Suchmaschine nichts geleistet und das entsprechende Suchergebnis sollte ebenso schlecht bewertet werden. Man kann hier aber nicht einfach den Recall auf Null setzen, da dies der Definition des Recalls widersprechen würde. Und selbst wenn man diese zusätzliche Regel einführte, könnte ein gewitzter Entwickler ja einfach ein paar zufällig gewählte Dokumente nicht mit ausgeben, um dieser Regel wieder zu entgehen und trotzdem einen nahezu perfekten Recall zu erzielen. Der Recall allein kann nicht interpretiert werden, ohne auch die Precision zu betrachten. Sofern die Menge der relevanten Dokumente nur eine kleine Teilmenge aller indexierten Dokumente ist, würde ein Suchergebnis, das alle indexierten Dokumente enthält, zwar einen perfekten Recall-Wert von 1 erhalten, jedoch eine Precision nahe 0. Umgekehrt wäre es für eine Suchmaschine ebenso möglich, eine sehr hohe Precision zu erzielen, indem einfach nur eine kleine Menge an Dokumenten ausgegeben wird, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit relevant sind, und alle übrigen, unsicheren Fälle von Dokumenten, deren rechnerischer Relevanzwert nicht ausreicht, zu verwerfen. Vorausgesetzt, dass die Teilmenge der relevanten Dokumente nicht tatsächlich nur aus wenigen Dokumenten besteht, die mit hoher Sicherheit als relevant zu identifizieren sind, würde die Suchmaschine zwar eine perfekte Precision von 1 erzielen, jedoch einen Recall nahe 0. Es folgt, dass beide Maße im Normalfall nur zusammen verwendet werden sollten und dass das eine Maß ohne das andere nicht hinreichend aussagekräftig ist. Es gibt darüber hinaus noch Grenzfälle. Für den Fall, dass eine Suchmaschine ein leeres Suchergebnis ausgibt, wird der Nenner der Precision-Formel a plus b gleich 0 und damit die Precision undefiniert. Für den Fall, dass für eine Anfrage kein relevantes Dokument unter den indexierten Dokumenten existiert, wird der Nenner der Recall-Formel a plus c gleich 0 und damit der Recall undefiniert. Daraus ergeben sich vier mögliche Fallkombinationen. Erstens, es gibt relevante Dokumente und die Suchmaschine liefert Dokumente zurück. Dies ist der Normalfall, wie oben beschrieben. Zweitens, es gibt relevante Dokumente, aber die Suchmaschine liefert keine Dokumente zurück. In diesem Fall ist die Precision undefiniert. Man kann nun darüber philosophieren, ob die leere Menge als Suchergebnis ihrer Natur nach eine perfekte Precision aufweist, da sie ja kein irrelevantes Dokument enthält, oder aber die minimale Precision, da sie ja kein relevantes Dokument enthält. In der Praxis wird in diesem Grenzfall die Precision aber auf 0 gesetzt, um zu vermeiden, dass zu evaluierende Systeme sich gute Zahlen verschaffen, ohne etwas dafür leisten zu müssen. Drittens, es gibt keine relevanten Dokumente, aber die Suchmaschine liefert Dokumente zurück. In diesem Fall ist der Recall undefiniert. Auch hier wird der Recall auf 0 gesetzt, damit eine Suchmaschine, die nicht erkennt, dass es nichts zu finden gibt, nicht künstlich eine zu gute Bewertung erhält. Viertens, es gibt keine relevanten Dokumente und die Suchmaschine liefert keine Dokumente zurück. In diesem Fall sind weder Precision noch Recall definiert. Dennoch hat die Suchmaschine alles komplett richtig gemacht. Und sowohl Precision als auch Recall werden auf 1 gesetzt. Natürlich kommen diese Grenzfälle in der Praxis selten bis gar nicht vor. Precision und Recall spannen einen zweidimensionalen Raum auf, den Precision-Recall-Raum. Die Suchergebnisse von Suchmaschinen sind Punkte in diesem Raum, gemäß ihrer jeweiligen Precision- und Recall-Werte.
Das schlechtestmögliche Suchergebnis befindet sich im Ursprung des Raums und hat eine Precision und einen Recall von jeweils 0. Das bestmögliche Suchergebnis hat eine Precision und einen Recall von jeweils 1 und befindet sich dementsprechend an diesem Punkt im Precision-Recall-Raum. Alle anderen Suchergebnisse mit anderen Kombinationen aus Precision- und Recall-Werten verteilen sich über das Einheitsquadrat mit Kantenlängen 1. Unter der Menge aller möglichen Suchergebnisse zu einer Anfrage wird durch Precision und Recall eine Halbordnung induziert. Nehmen wir ein beliebiges Beispielsuchergebnis. Dieses Suchergebnis ist besser als alle Suchergebnisse, dessen Precision und Recall kleiner sind. Es ist schlechter als alle Suchergebnisse, dessen Precision und Recall besser sind. Wenn jedoch nur jeweils einer der beiden Werte besser ist und der jeweils andere schlechter als die Werte vom fraglichen Suchergebnis, lässt sich die Frage, welches Suchergebnis besser als das andere ist, nicht mehr beantworten. Es hängt in solchen Fällen stark von der Suchdomäne ab, ob eher eine hohe Precision oder eher ein hoher Recall bevorzugt wird. Der Vergleich der Precision- und Recall-Werte zweier Suchergebnisse unterschiedlicher Suchmaschinen für eine Anfrage erlaubt daher nicht in allen Fällen eine Aussage darüber, welche der beiden Suchmaschinen besser ist. Um hier Abhilfe zu schaffen, werden die beiden Werte für Precision und Recall zu einem Wert verrechnet, um die Menge der möglichen Suchergebnisse und damit auch die Suchmaschinen selbst in eine totale Ordnung zu bringen. Das F-Maß ist definiert als das harmonische Mittel aus Precision und Recall. F ist definiert als 2 mal Precision mal Recall geteilt durch Precision plus Recall. Das F-Maß induziert ellipsoide Äquivalenzlinien durch den Precision-Recall-Raum. Alle Suchergebnisse befinden sich auf genau einer Äquivalenzlinie und haben dieselbe Effektivität wie alle anderen Suchergebnisse auf derselben Linie. Betrachten wir das noch etwas genauer. Durch das F-Maß wird der Precision-Recall-Raum zwar nicht, wie hier suggeriert, in Regionen unterteilt, jedoch sind alle sichtbaren Linien und alle analogen Linien zwischen den sichtbaren Linien die vorgenannten Äquivalenzlinien gleicher Suchergebnisqualität. Je geringer der Recall, umso höher muss die Precision sein, um dieselbe rechnerische Effektivität zu erreichen und umgekehrt. Allerdings kann man nicht jeden beliebig schlechten Recall mit einer guten Precision ausgleichen und umgekehrt. Genau aus diesem Grund wird hier das harmonische Mittel eingesetzt, um Precision und Recall zu verrechnen, da das arithmetische Mittel extreme Wertunterschiede nicht so stark abstraft. Unter dem arithmetischen Mittel ist es nicht möglich, für einen sehr hohen Recall dennoch einen F-Wert von weniger als 0,5 zu erreichen, selbst wenn die Precision nahe 0 ist. Dies ist in der Praxis nicht vertretbar und spiegelt nicht den Eindruck eines Menschen wider, der ein Suchergebnis mit einer Precision nahe 0 durchgehen muss. Das harmonische Mittel hingegen löst das Problem. Selbst mit einem perfekten Recall bleibt eine schlechte Gesamtbewertung möglich, sofern die Precision extrem klein ist. Hier zum Vergleich das geometrische Mittel. Das geometrische Mittel ähnelt dem harmonischen Mittel, straft allerdings extreme Wertunterschiede weniger stark ab, da die jeweiligen Äquivalenzlinien nach links bzw. unten auf der Precision bzw. Recall-Achse verschoben sind. Es kann vorkommen, dass, abhängig von der Suchdomäne, eine gleichmäßige Gewichtung von Precision und Recall nicht angezeigt ist.
Für diesen Fall kann das F-Maß durch die Einführung eines Gewichts Alpha verallgemeinert werden. Für Beta gleich 1 minus Alpha durch Alpha wird eine natürliche Interpretation der einzusetzenden Werte ermöglicht. Beta größer 1 verstärkt den Recall linear, Beta kleiner 1 die Precision. In Unkenntnis, ob und wenn ja, welches der beiden Maße in der Praxis wichtiger ist, wird ein Wert von Beta gleich 1 zugrunde gelegt. Der Wichtungsparameter Beta wird oft explizit ins Subskript geschrieben, jedoch verkürzt auf die Zahl selbst. Man spricht also in der Praxis häufig vom F1-Maß. Auch wenn das F-Maß eine totale Ordnung unter Suchergebnissen und damit Untersuchmaschinen induziert, ist das Maß zu abstrakt, um interpretiert zu werden. Die Annahme von Äquivalenzlinien im Precision Recall Raum fasst zu viele konträre Charakteristiken von Suchergebnissen zusammen, als dass man ausschließlich in Kenntnis von den F-Werten sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen könnte. Das F-Maß sagt einem lediglich, ob eine Suchmaschine insgesamt effektiver ist als eine andere, nicht aber, wie das zustande kommt. Daher sollten neben dem F-Maß immer auch Precision und Recall mit angegeben werden, um eine tiefergehende Diskussion und Interpretation der Effektivität einer Suchmaschine zu ermöglichen. Hier ein Beispiel zur Illustration von Precision und Recall. Das Mengenretrieval ist im Kern eine Klassifikationsaufgabe. Wir betrachten hier also eine Punktewolke zweier Klassen von Dokumenten. Wenn wir die orangen Dokumente als relevant betrachten und von einer Suchmaschine alle eingerahmten Dokumente zurückgeliefert bekommen, dann ergibt sich daraus ein Recall von 0,26, da etwa ein Viertel aller orangen Punkte zurückgeliefert wurden. Die Precision ist hingegen nahezu perfekt, da bis auf wenige Ausnahmen keine grünen Punkte mitgeliefert werden. Es ergibt sich aufgrund der großen Diskrepanz zwischen Precision und Recall jedoch nur ein F-Wert von 0,4. Wenn die grünen Dokumente als relevant betrachtet und die jetzt eingerahmten als Ergebnis zurückgeliefert werden, ist der Recall mit 0,92 sehr hoch, da nur wenige relevante Dokumente ausgelassen wurden. Die Precision ist in diesem Fall mit 0,99 nahezu perfekt, da nur ein einziges orangenes Dokument mitgeliefert wurde. Es ergibt sich ein F-Wert von 0,95. Um einen Gesamteindruck über die Effektivität einer Suchmaschine zu erhalten, müssen Precision- und Recall-Werte zahlreicher verschiedener Topics, groß Q, betrachtet werden. Auch dies kann das Fassungsvermögen schnell überwältigen. Daher wird der Durchschnitt dieser Werte über verschiedene Topics, klein q, aus groß Q gebildet. Es werden hier zwei Möglichkeiten der Durchschnittsbildung unterschieden, Makro-Averaging und Micro-Averaging. Beim Makro-Averaging wird die Precision und der Recall für jedes einzelne Topic Q aus Groß Q berechnet, summiert und dann mit der Anzahl der Topics normalisiert. Angenommen, für jedes Topic liegt eine eigene Kontingenztabelle vor. Dann werden Precision und Recall gemäß der Werte AQ, BQ und CQ für ein gegebenes Q errechnet. Beim Micro-Averaging wird quasi nur ein Precision und nur ein Recall-Wert für die gesamte Menge groß Q an Topics bestimmt. Und zwar indem in den Formeln für Precision und Recall jeweils Zähler und Nenner unabhängig voneinander über alle Kontingenztabellen summiert werden. Es ergibt sich damit automatisch ein normierter Wert für beide Maße. Die beiden Verfahren zur Durchschnittsbildung liefern unterschiedliche Werte. Als Beispiel betrachten Sie eine Universität, die 10 Vorlesungen anbietet, wobei an 5 jeweils ein Studierender und an 5 jeweils 99 Studierende teilnehmen. Im Makro-Average beträgt die Zahl der Studierenden pro Vorlesung 50. Im Micro-Average ist die Zahl der Studierenden pro Vorlesung dagegen 98,02, da fast alle Studierenden jeweils mit 98 anderen Studierenden in einer Vorlesung sind. Übertragen auf das Information Retrieval
Lassen sich Makro-Averaging und Micro-Averaging mit Nutzerorientierung und Systemorientierung gleichsetzen? Für einen Suchenden ist es wichtig, dass eine Suchmaschine konsistent eine hohe Effektivität hat, unabhängig davon, welche Anfragen er oder sie stellt. Für ein Suchsystem ist dagegen wichtig, dass es im Mittel über alle Anfragen von Nutzern eine hohe Effektivität erzielt. Da manche Anfragen häufiger auftreten als andere, ist es für die häufiger auftretenden Anfragen wichtiger, gute Suchergebnisse zu erzielen, da dies die meisten Suchenden betrifft. Demgegenüber sind Anfragen, die nur von wenigen Suchenden gestellt werden, aus Systemsicht vernachlässigbar. Nichtsdestotrotz wird Makro-Averaging in der Forschung bevorzugt. Für sehr große Dokumentkollektionen ist die Ermittlung der Menge relevanter Dokumente für eine Anfrage zur Berechnung von Recall-Werten eine Herausforderung. In der Praxis, zum Beispiel in Websuchmaschinen, ist es schlicht nicht möglich, die Zahl aller relevanten Dokumente für auch nur eine einzige Anfrage verlässlich festzustellen. Daher werden eine Reihe von Strategien eingesetzt, um den Recall zu schätzen. Erstens, Pooling mit oder ohne Relevanzurteile. Sofern viele verschiedene Suchmaschinen vorliegen, die von Experten getuned wurden, erlaubt es das Pooling von Suchergebnissen, die Menge relevanter Dokumente anzunähern. Bei Vorliegen von Relevanzurteilen können diejenigen Dokumente in einem Pool, die als relevant bewertet wurden, als Menge relevanter Dokumente verwendet werden. Wenn keine Relevanzurteile vorliegen, können diejenigen Dokumente, die von verschiedenen Suchmaschinen retrieved wurden, als relevant definiert werden. Das Problem hier besteht darin, dass eine Reihe unabhängig voneinander entwickelter Suchmaschinen vorliegen müssen. Zweitens, Stichprobenanalyse. In einer hinreichend großen, zufälligen Stichprobe von Dokumenten, für die Relevanzurteile eingeholt werden, sollte die Zahl der relevanten Dokumente anteilig dem Anteil der tatsächlich relevanten Dokumente unter allen indexierten Dokumenten entsprechen. Das Problem bei dieser Methode besteht darin, dass die Stichprobe unter Umständen sehr groß sein muss, um überhaupt eine hinreichende Zahl an relevanten Dokumenten zu enthalten, da das Ungleichgewicht zwischen der Menge relevanter Dokumente und der Menge irrelevanter Dokumente in der Praxis oft sehr groß ist. Drittens, Anfrageerweiterung durch Relevanzfeedback. Die Suchergebnisse werden bis zu Rang K bezüglich ihrer Relevanz beurteilt und aus allen relevanten Dokumenten werden Wörter extrahiert, um die Anfrage zu erweitern oder umzuformulieren. Anschließend wird der Prozess iterativ wiederholt. Auf diese Weise vergrößert sich die Menge der bekannten relevanten Dokumente iterativ und es wird so möglich, neue Dokumente als relevant zu erkennen, die zuvor noch nicht in den Ergebnissen der betrachteten Suchmaschine aufgetaucht sind. Viertens, Befragung von Domänenexperten. Es besteht die Möglichkeit, dass Domänenexperten aufgrund ihrer Expertise gut einschätzen können, wie viele relevante Dokumente es in etwa geben müsste. Dieses Vorgehen funktioniert umso besser, je mehr Experten unabhängig voneinander befragt werden können.